Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich muss euch mal ein bisschen rüberholen. So, dann könnt ihr das jetzt ein bisschen besser sehen. Ich habe ein neues Sideboard. Und das habe ich gedacht, das ist jetzt die passende Möglichkeit, die Verkabelung jetzt hier mal neu zu machen. Mit euch zusammen. So, die PlayStation 3 erstmal runter. Die PlayStation 4 runter. Nee, das erste war die 4, das zweite war die 3. So, hier habe ich meine Kabelei von der PS3 und PS4 teilweise. Das ist mein Ligavo. Der LAN-Verteiler, die Amazon Fire TV Box und nochmal LAN separat. Und hier ist mein Receiver. Ich würde sagen, wir fangen auch als erstes an mit der Verkabelung der elektrischen Geräte. Das heißt Strom. Dafür habe ich mir auch extra einen neuen Stromkabel gekauft, weil mein alter hier so ein bisschen sehr alt ist und abgenudelt aussieht. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch jetzt die passende Möglichkeit, mal komplett neu zu machen. Also kommt der ab. Der kommt dran. So. Und verstecken wir hier hinter erstmal. Weil wir machen hier keine halben Sachen, wir machen hier komplett alles. Jetzt muss ich hier erstmal gucken, welche Steckdosenleiste da dran ist. Die. So. So, wird der ausgemustert, den kann ich dann noch für andere Sachen benutzen. So, ich habe hier ein totales Kabelwirrwarr. So, dann schließen wir das hier einmal an. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier was ist. Ich hatte ja eigentlich das so gemacht, dass ich es hier an dem Verlängerten dran habe, aber rein theoretisch bräuchte ich das Verlängerte ja nicht. Durch das neue Sideboard. So, machen wir das einfach so. Und wo ist meine Fernbedienung dafür? Da. Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Das ist B. So, jetzt nehmen wir das. Das können wir auch abmachen. Den brauchen wir auch nicht mehr, den Verlängerungskabel. Dafür nehmen wir den jetzt hier. Einfach so ab. So, jetzt machen wir das auf den. Das auf den. Okay, hat sich erledigt. Wir müssen mit dem Verlängerungskabel definitiv arbeiten, weil das nicht ranpasst. Tolle Scheiße. Was arbeiten wir mit Verlängerungskabel? So, dann nehmen wir das einfach mal. Heieiei, Leute, ich sag euch. Ich hätte mal vorher vorbereiten sollen. Aber so seht ihr wenigstens, dass bei mir auch nicht immer alle gleich beim ersten Mal klappt. Das ist ein künstlerischer Akt, würde ich es jetzt mal nennen. Das hier alles anzuschließen. Weil man meistens kommen beim Anschließen noch Ideen. Mir sind auch letztens beim Anschließen oder nachdem ich angeschlossen habe, Ideen gekommen, habe ich gedacht, Mensch, scheiße, warum hast du das nicht so und so gemacht? So, aber der ist definitiv ein bisschen. Hoppala, jetzt habe ich mir mein Mikrofon abgerubbt. Der ist ein bisschen zu lang, den nehmen wir nicht. Aber ich habe ja noch, wo haben wir den denn? Da oben haben wir den. So, dann machen wir das ganz einfach. Machen wir den doch hier ran, da. Dann kann der nämlich dahin. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob... Das ist B, also den nicht. Das ist A. Genau, das ist A.
das B. Das ist noch ganz wichtig später, dass wir hier mehrere Stromquellen haben, weil wir wollen ja auch Energie sparen, logischerweise. Deswegen mache ich das ja alle. Also, ich muss jetzt mal gucken, welches jetzt wieder A und welches wieder B war. Mann! So. Das ist A, das ist B. So. B. A, B. Ich habe noch einen zweiten Stromkreis, der ist da hinten, das ist C. Da ist die, da ist Hauptort Capture dran und der Audio-Verteiler, also der Matrix 4 zu 4 für ToxLink ist dran. Und dann habe ich noch einen zweiten Dreier dran mit einer separaten Strom, also mit einer Hochfernbedienung, was auf D ist. A, B, C und D. Da ist die Dolby-Anlage dran und die Teufelbox, dass die komplett aus sind, wenn ich die halt jetzt nicht brauche. So, jetzt haben wir hier A, hier B. A wird der Fernseher sein. B ist alles, was mit PlayStation zu tun hat. So, dann haben wir hier noch meinen Matrix. So, den... Ja, da bin ich auch am überlegen, den könnte ich jetzt hier unten eigentlich mit drin klatschen. So. Den werde ich auch hier unten mit drin machen. Dann verschwinden auch die meisten Kabel dahinter. So, und die Matrix, da kommen hauptsächlich die PlayStation-Sachen momentan noch rangeklemmt. Beim neuen Fernseher wird es ein bisschen anders sein. Da werde ich dann fast alles über die Matrix machen, weil der 4K-fähig ist und da kommen auch noch neue 4K-Produkte. Aber ich zeige es jetzt euch erstmal so. So, haben wir die Matrix angeschlossen. Dann, wo haben wir denn jetzt Strom? Das ist die Kamera. So. Dann habe ich noch was, was Strom braucht. So, und zwar dieser kleine Kasten hier, der mir ein Full-HD HDMI-Signal auf zwei weitere weitersplittet. Praktisch hier kommt die, werde ich dann halt an den Matrix ranmachen. Da fehlt aber noch ein Kabel hier dran. Ein Kabel fehlt noch. Achso, der ist noch, der ist links neben mir. So, zeige ich euch gleich. Das ist ein Ausgang vom Matrix. So, Ausgang 1 nehmen wir da, Output A. Bei der Matrix hat zwei Outputs. So, und da geht dann einer, das ist der, der geht zum, direkt zum Fernseher und der geht zum Hauptaug. Der Matrix hat auch zwei Ausgänge, aber der hat jetzt Vorteile für PlayStation-Zocker, die aufnehmen wollen. Mehr möchte ich dazu jetzt so nicht sagen. So, das ist meine Kabelei von der PlayStation 4. Da kommt noch dieser dazwischen, der Ligavo Embedder. Wie heißt der? HDMI EDS. Kommt noch dazwischen. So, die PlayStation 4 kommt nämlich dann hier hinten hin. Und da kommt dann natürlich einmal so ein schräger Kabel dran. Der passt mir nämlich auf, dass ich meine PlayStation 4 nicht mit Überlast fahre. Dass da, wenn da was ist, bin ich da auf der sicheren Seite. Ach so, falsch rum. So, HDMI. Haben wir dran an der PS4. Und an dem Teil für Überspannung, weil warum ich es jetzt gerade an der PlayStation 4 habe, weil das die teuerste ist.
Weil da habe ich keinen Bock, wenn da mal Strom irgendwas ist, dass er da die Hufe hochmacht. So, dann lege ich den HDMI-Kabel hier unten lang. So, mach den hier rein. In Input 4, weil ich das gerne zusammen haben möchte. PS4 auf den Kanal 4 sozusagen. So, können wir erstmal wegräumen. So, die PS3, die werde ich hier unten drin räumen. So, hier haben wir erstmal Strom noch vom Receiver. Der kommt natürlich auf A. Ah, weil dann läuft der und der Fernseher reicht mir aus. Oder Amazon Fire TV und Fernseh und PlayStation Zeug kann komplett tot sein, weil das läuft alles auf B. Alles, was mit PlayStation zu tun hat, auf B. Kann man so in etwa sagen. So, jetzt suche ich gerade. Hier. Hier ist der Stromkabel. PlayStation 4. Und der Strom ist auch denn dran. So. Kabel. So. Dann haben wir Amazon Fire TV. Ich erstmal die Kabel alle abmachen. Das passt hier unten noch rein. Das ist nämlich super, da kann ich mir schön Platz sparen. So. Dann machen wir erstmal den HDMI hier ran. Und ziehen den fetten HDMI-Kabel hier hoch. So. Machen wir den hier zur Seite. So. Dann brauchen wir noch Internetkabel. Ich könnte die Fire TV Box auch über WLAN anschließen. Ich mag aber LAN besser, weil LAN eine bessere, ja, besser durchgeht alles. So, dann Strom. Lasst euch auch immer so viel Platz vom Kabel her, damit ihr die Geräte jederzeit vorziehen könnt. So, die Amazon Fire TV kommt auf A. Die kann ruhig immer laufen. So, und immer so viel Kabel lassen, dass ihr die Geräte so rausholen könnt und hier vernünftig abziehen könnt. Nicht, dass ihr denn hier hinten so fummeln müsst. Also immer genug Kabel lassen, dass die so rauskommen können. Macht sich definitiv besser, glaubt es mir. Ich habe es schmerzlich erfahren müssen. So, dann haben wir jetzt hier, das ist mein LAN-Verteiler. Der verteilt mir praktisch mein LAN-Internetsignal auf alle Geräte. Werdet euch wundern, warum das so viel ist. Ja, weil hier hinten ist ein bisschen viel, was halt per LAN angeschlossen wird. Und da der natürlich per LAN und LAN immer laufen muss, auch am Fernseher logischerweise, kommt der auf A. Den kann ich auch nachher hinter der Schrankwand verstecken. Den brauchen wir denn nicht mehr. So, dann haben wir immer hier Amazon Fire TV. Den werden wir gleich mal anstecken. Nee, wartet mal. Hier fehlt noch ein Kabel. Hier fehlt ein Kabel. Hier fehlt ein Kabel. Hier fehlt ein weißer Kabel. Upala. Und zwar der Internetkabel. Den. Ach, da unten ist er. Oh, hab schon gedacht, der ist weg. Und ich muss die Scheiße neu ziehen. So, das ist nämlich der Internetkabel. Der kommt dann hier ran. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eingänge. Gleichzeitig ist einer davon halt ein Ausgang. 7 sind Ausgänge dann und einer ist ein Eingang. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ist von ist der TP-Link von
Werde ich nämlich auch immer wieder gefragt. Von D-Link ist der, glaube ich. 8 Port Gigabit Desktop Switch. Wir können den auch jederzeit an eine Wand machen. Ist der TP-Link, doch, das ist der von D-Link, müsste der sein, von D-Link. Und der hat hier auch so Dinger, da könnte man das halt auch so an der Wand machen. Aber brauche ich nicht. So, jetzt schließen wir das erstmal an. So, den schließen wir an. Und den hier, der kommt auch von LAN-Verteiler, also von D-LAN, was ich in eine Steckdose habe. Aber der geht direkt an die PlayStation 4. Weil ich an der PlayStation 4 bitte doch die beste Verbindung haben will und da keine anderen Geräte dazwischen funken sollen oder dazwischen machen sollen. So, dann haben wir hier noch meinen Receiver. So, und der braucht natürlich... Ne, den roten nehmen wir für die PS4, denke ich mal. PS3 nehmen wir mal, denke ich mal. Oder welcher ist denn länger? Der weiße? Der weiße ist länger. Dann nehmen wir den roten für den hier. Ich muss mir auch mal LAN-Kabel, CAT-Kabel holen, dass ich hier mein Internet zu Hause, also praktisch vom D-LAN hierher mit einem dickeren, mit einem besseren Kabel machen kann und auch hier die Geräte alle einzeln unter separat mit einem Fabian-Kabel kennzeichnen kann, dass da nicht immer irgendeine Scheiße ist. So, und den machen wir jetzt gleich mal an der PS3 ran. Dann war das nämlich auch schon hinter uns. So. Obwohl die PS3 kommt dann wahrscheinlich unten in die Schrankwand drin. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein HDMI-Kabel. Habe ich mir schon einige HDMI-Kabel rausgepackt. Für den Receiver nehmen wir den blauen. Und ne, passt da bitte auf, was ihr für HDMI-Kabel nehmt. Nicht, dass ihr so eine billige, lumpige Pisskabel nehmt und dann wundert ihr euch, dass kein Bild oder nur ein scheiß Bild kommt. Da müsst ihr wirklich, da muss man dann auch mal ein paar Cent mehr ausgeben. Oder wenn man weiß, was man kauft, halt um ein paar Cent, kann man auch ein paar Cent sparen. Aber passt da bitte auf. So, was ist denn das? Achso, ja, Amazon, Receiver haben wir jetzt. Amazon und Receiver, das ist PlayStation-Zeug. So, den werde ich nämlich gleich mal separat hier hochpacken. Das ist nämlich der, der dann zum Fernsehen kommt. So, dann haben wir... So, den hier. Werde ich doch mal schon mal nochmal abmachen. Das ist der Duter bei meinem neuen Lowboard. So. Dass hier alle praktisch unten offen ist. So. Nee, so einen langen brauche ich gar nicht. Ich habe nämlich auch extra ein paar kurze mir bereitgelegt. Hier, der hier zum Beispiel. Nee, ist auch ein langer. Ich habe da noch ein Meterkabel gehabt. Ist auch ein langer. Bin ich dusselig? Hab da extra noch so ein paar kleine gehabt. Dann nehmen wir den jetzt. So, HDMI. Und bei dem brauche ich ja nicht mal so lang. Ach, wartet mal kurz, Leute. So. Ich weiß, warum ich sie nicht gefunden habe. Die kurzen Kabel haben auf dem Sofa gelegen. So. Nehmen wir jetzt den abgewinkelten. Hier, sowas könnt ihr denn zum Beispiel nehmen, wenn ihr blöde Ecken habt. Hatte ich schon mal ein Video drüber gemacht. Könnt ihr komplett abwinkeln oder gerade oder
So, gibt es einmal mit einmal Winkel und hier normal und hier immer, wie hier seht, mit zweimal. Könnt ihr komplett winkeln, wie ihr wollt. Macht sich halt hervorragend. Brauche ich jetzt hier nicht, weil hier habe ich genug Platz. Hier habe ich noch so ein Mini-HDMI-Kabel, so ein richtig kleiner, auch 4K-fähig alles. Hier ist der mit E-Mal und da normal. Hier ist der dicke. Hier habe ich noch den. Oh, das ist doch der. Ist glaube ich auch noch ein Meter. Der passt zu meinem optischen Kabel. Weil die optischen sehen alle so aus wie den, den ich euch jetzt zeige. Und jetzt, so wie es jetzt ist, bleibt es. Jetzt kann ich mir auch nach und nach neue HDMI-Kabel holen, die... weil ich habe hier noch ein, zwei, die nicht von Ligavo sind, die nicht 4K-fähig sind. Und ihr wisst ja, ich will ja hier alles auf 4K ausbauen. Deswegen müssen jetzt auch nach und nach alle HDMI-Kabel ausgetauscht werden. Oh, hier ist doch schön. Ja. Ja, so sieht mein optischer Kabel nämlich zum Beispiel auch aus. So, oder ich könnte natürlich, weil ich könnte natürlich den hier super nehmen. Nee, den nicht. Wo haben wir denn den, der eh eine Ecke nur abgewinkelt hat? Den. Der ist doch kürzer, der reicht doch. Weil ich brauche doch für die PS3 jetzt nicht so ein langen Kabel. Dann kann ich mir den schicken für was anderes aufheben. Ja, viele von euch sagen auch, ja, ist doch scheißegal, wie so ein HDMI-Kabel aussieht. Den sieht man ja nicht. Doch, ich weiß, dass der da ist. Das reicht ja schon. Und was ist denn, wenn jetzt hier mal ein Kumpel kommt und ich das erklären will, wie er was anschließt und da sind irgendwelche blöden Kabel? Finde ich doof. Deswegen, ja, ich weiß. So eine Probleme habe auch nur wieder Ecke. Da braucht er mir nichts erzählen, ihr kennt das. So, dann schließen wir das mal hier an. Ach so, falsch rum. Das ist so rum. So rum. Dann brauche ich aber auch noch... Wo habe ich denn das jetzt hingepackt hier? Mein Board, wo die PlayStation raufkommt, weil die so immer ein bisschen schräg steht bei mir, dass die besser atmen kann. Und ein Stromkabel muss ich auch gleich noch verlegen. Das ist der hier. So, kommt der nämlich gleich. So. Opa. Macht sich beschissenen Schneidersitz. Ist er denn jetzt hin? Ach, da ist er. So, auch hier drauf achten, dass ihr genug Spielraum und Platz habt. Also macht es nicht so eng bei euch, bitte. So, dann kann der weg, der rum. So, dann kommt die hier nämlich hingestellt. So, dann steht die nämlich ein bisschen schräg und weil hinten ja alles offen ist, kann die jetzt super atmen. So, jetzt mal den HDMI-Kabel nicht gegriffen. So, jetzt habe ich ihn. So. Und wie soll es anders sein? PS3 mache ich natürlich auf 3. So. So. Dann müssten wir jetzt soweit eigentlich alles haben. Mit den wichtigsten Sachen. Wir haben die PS3, die PS4 angeschlossen. Wir haben Fire TV, es leuchtet alles. Warum leuchtet hier nichts? Ach so. Hier PS3 läuft, läuft alles. Super. So muss das sein.
Jetzt brauchen wir natürlich noch einen vernünftigen Kabel hinten hin zum Aufnehmen. Der kommt hier an den Fernseher ran, der Kleine. Den habe ich extra klein gewählt, weil und auffällig, dass ich weiß, welcher das ist. Ja. Und der lange, der ist nicht lang genug. Der hier. Der ist lang genug. Der kommt jetzt hier ran. So, jetzt haben wir den HDMI. Hoppala. Ich brauche eigentlich zwei. Ich brauche zwei HDMI, zwei lange. Fällt mir gerade ein. Ah, hier ist er. Ja, oh. Jetzt reiße ich euch hier halb mit um. So, da muss ich jetzt mal kurz mein Mikrofon abmachen, dass ich das nicht mit dem Cap umreiße. Output, Input. Input. Ich hab mir jetzt anders überlegt. Ich kann jetzt natürlich, ich habe ja jetzt einen längeren hier, nämlich den. So, ich habe jetzt mal den längeren schwarzen für TV-Signalkabel genommen, dass ich das ein bisschen besser verstecken kann alles. So. Müsste rein theoretisch jetzt alles richtig angeschlossen sein, außer die optischen Geräte. So, da habe ich mir jetzt hier einige optische Kabel vorbereitet, um euch da noch mal ein bisschen was zu zeigen. Von solchen Kabeln hier habt ihr jetzt natürlich nicht viel zu erwarten, wenn ihr sowas nimmt. Ja, der fällt kaum auf. Das ist nichts, ist das. Ah, so. Das ist ein... Ja, das ist... Pff. Da braucht ihr euch nicht wundern, wenn die ruckzuck durchbrechen und da nicht vernünftig was durchkommt, weil bei dem bisschen... Was soll da durchkommen? Das ist jetzt hier schon ein bisschen was Besseres. Das ist schon was dicker. Der ist von... Keine Ahnung, ich glaube von Amazon oder so. Der war bei meinem Triton mit bei. Ein kleiner, der ist aber auch schon mal dicker, da ist auch schon was. Und dann hier nochmal so ein kleiner Pisskabel. So, die sortieren wir gleich aus. Schlechtes Beispiel sind die. So, jetzt brauchen wir zwei optische Kabel. Die, nee, drei. Von der Fire TV Box ja auch. Die nach hinten gehen. Dann nehmen wir die beiden und den. Hoppala. Mal gucken. So, das sind die längeren. Der ist der kürzere. Der kürzere reicht für die PlayStation 4 vollkommen aus. Oh, mir juckt die Nase. Bin ich noch in Länge? Ich hatte doch. Ich hatte doch mehrere von den langen.
Entschuldigung. Ach so, der ist hier drin. So. Gucken wir mal, wie lang der ist. Fast gleich. Fast gleich. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich werde die jetzt auch einzeln machen, weil ich sonst, dafür werde ich auch mal wieder das Mikrofon abmachen, ich mache jetzt erstmal den Kabel von der PlayStation 4. So, und das war jetzt der PlayStation 4 optische Kabel. Jetzt nehmen wir uns den PlayStation 3 optischen Kabel vor und was war noch? Vom Fernseher. Wenn man einer geht jetzt vom Hauptort weg. Eben von der PlayStation 4 direkt. Eben brauche ich von Matrix brauche ich auch direkt noch einen, wegen der Wii. Und eben vom Fernseher. Bis gleich. Erstmal noch einen Schluck trinken. Ach Mensch, komm doch her hier. Thank you.
So, da habt ihr euch jetzt bestimmt gefragt, warum jetzt gerade doppelt. Ich habe ja hier am Matrix ja auch. Die PlayStation 3 hat nur ab und zu ein bisschen Probleme und gibt da nicht, wenn die Signalquelle, was der denn der Matrix ist, über HDMI nicht das alles raus, was sie auch über optisch kann. Da hat die so ein bisschen Probleme, die PS3. Deswegen mache ich das lieber separat, getrennt voneinander. So, und jetzt machen wir den, nehmen wir für den Fernseher, dass wir einmal den Fernsehsound noch hinten haben. Weil da ist dann natürlich Amazon Fire TV und alle drum und dran mit bei. Und wo haben wir denn den anderen? Finde den anderen jetzt nicht. Ich finde den anderen, doch, vor mir liegt er. Der reicht wieder nicht ganz, oder? Doch, den könnte ich doch für den Fernseher eigentlich hinnehmen. Der müsste eigentlich auch reichen für den Fernseher. Der müsste, rein theoretisch müsste der auch für den Fernseher reichen. Also machen wir jetzt zweimal. So, jetzt mache ich zwei Kabel hinter. Ich mache einmal den Matrix, weil an den Matrix, ich baue ja jetzt schon vor, weil an den Matrix sollen ja später auch noch andere Geräte angeschlossen werden, wenn ich meinen neuen Fernseher habe. Und da sollen dann, hier ist ja natürlich auch die Wii dran, das kommt ja ohne ein HDMI, der ist da oben für die Wii. So. Und dadurch, wenn ich die Wii zocke, habe ich natürlich, wenn ich das aufnehmen will, habe ich natürlich keinen Sound auf dem Headset. Und so durch habe ich, so wie ich es jetzt mache, habe ich praktisch trotzdem Sound auf dem Headset, weil der optische ja hier zu meinem optischen Verteiler und vom optischen Verteiler zum Headset geht. Ist ein bisschen doof erklärt, aber ihr wisst ja, welche Geräte ich habe. Ich habe ja das Headset von Triton und da macht sich das hervorragend. So, jetzt nochmal Kabel machen. Rutscht mir eine Buchse hier hoch. Dann hätte ich mal erst machen sollen, Scheiße. Ach, passt. Passt, wackelt, hat Luft. Input. So, und jetzt sind wir auch schon fast fertig. Jetzt fehlt noch meine Kamera von der PlayStation 4. So, PlayStation 4 ist komplett verkabelt. Da ist kein freier Platz mehr frei. So, nee, das kann ich noch nicht hinter verstecken. Das brauche ich noch. Das kann aber hier schon versteckt werden, das brauche ich nicht. So rum am besten. Das kommt in den Fernseher rein, das ist der HDMI.
So. Das kommt auch im Fernsehen. Das ist der HDMI vom Fire TV. So. Das kommt auch in TV. Von was ist denn das? Vom Receiver, glaube ich. Ja, blaues Receiver. Das kommt in den Receiver noch rein. Ach, das habe ich ganz vergessen. Out, in, in. Noch Platz. Könnt ihr unten noch die PlayStation 4 rein, aber die will ich hier oben stehen haben. Die will ich nicht in der Schrankwand haben. So. Ach Gott. Jetzt hier mal die Kabelei wegmachen. Nicht, dass ich hier noch irgendwo drüber stolper. Und die Fernbedienungen. Ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Schusselkopf. So. Hoppala. So, hier bin ich. Hier spielt die Musik. So, Festplatte. Ach, meine Vaping-Taschen, die kommen dann auch wieder versteckt. So, mein kleiner, mein kleines Babylein, mein TV. So, der kommt ja hier angeschlossen. Ja, der wirkt jetzt auf dem kleinen Ding, wirkt der, also auf dem längeren Zeitboard wirkt der echt klein und verloren. Also ich brauche definitiv einen neuen. So. Achso, das kann ich ja jetzt hinten verstecken, das brauche ich jetzt nicht mehr. So, wo ist mein Platz? Ich habe ja jetzt weiter, so weiter, weiter. So muss er hin. Der muss ja hier stehen, weil das ist genau auskalkuliert. Die Mitte vom TV ist mein Platz. Oh, habe ich jetzt Platz über hier. Da habe ich richtig viel Platz über. So. Aber zum Anschließen können wir das nochmal rüberschieben. Jetzt brauchen wir als erstes mal die PlayStation-Kamera. Da habe ich mir auch ein schönes Ding geholt, hatte ich auch ein Video gemacht, weil das erste, was ich hatte, das hat gehalten von 12 bis Mittag. Am Anfang war toll und dann war total der Schrott. Ich weiß nicht, was ich mir da am Anfang geholt hatte, vom Big Bandit, den glaube ich. Der hat ja halt von 12 bis Mittag, das hat die Kamera, die ist dann immer runtergefallen, totaler Schrott. Da wird die Kamera so eingespannt, braucht da nicht holen. Totaler Schrott, totaler Schwachsinn. Und dann habe ich mir die Halterung geholt für, ich glaube, 14 Euro oder was ich bezahlt habe. Ich weiß es ja nicht. Wo sie mal alle denken, ich krieg alle die gesponsert. Nein, die habe ich gekauft. Für richtig Geld. Richtig Money habe ich dafür gelassen. Money, 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 money. So. Erstmal den optischen anschließen. Der ist da. Hattet. So rum muss der angeschlossen werden. So rum. So. Und jetzt haben wir ein Problem. Na, Mausilein? Ja, meine Süße.
So, mach mal Platz. Papa braucht den Kabel. Der muss ja auch noch. Ich habe ja hier noch ein Kabel, ein HDMI, der auch noch ran muss später. Das ist der, der zum Fernseher geht. So, jetzt brauche ich erstmal den. Und gehe jetzt hier auf Input. Und der sagt mir an, ich habe keinen Input. Da habe ich jetzt meine Lichterkette an. So, machen wir gleich mal auf oberste, nee, auf unterste ist er, glaube ich. So, jetzt gucken wir nach. Das ist der für einen PC, also der hier. Also kommt der raus. Der rein, der kommt in Stockwerk höher gemacht. Und dann gucken wir, was haben wir denn dran jetzt. Jetzt haben wir Spielekonsole dran. Ja gut, der ist ja nicht angeschlossen. Spielekonsole ist aber richtig. So, dann haben wir noch einmal die Fire TV Box. Die kommt, glaube ich, genau da drüber. Und dann sind meine HDMI-Anschlüsse nämlich auch schon wieder begeistert. Quatsch. Weg. Ich hätte die HDMI, ich hätte das auch über den Amazon Fire TV auch hier über den gemacht. Bloß das Problem ist, ich will ja ein bisschen Strom sparen, aber beim neuen Fernseher kommt das definitiv auch darauf. Genau, richtig. Jetzt habe ich Setup-Box. Und jetzt der letzte HDMI-Kabel. Da müsste dann Receiver stehen. So. Kontrollieren wir. Satellitenreceiver ist dazugekommen bei HDMI 4. So, dann können wir das hier alles verstecken. Das ist die Kamera, oder? Ja, das ist die PlayStation-Kamera. Das ist alles weg. So, den können wir jetzt eigentlich hier hinten verlegen. Der kann hinter die PlayStation. Reicht der? Müsste von der Länge auch ausreichen. So. Ich muss mir da unbedingt mal noch einen längeren HDMI kaufen. Oder nochmal einen verlängerten, so ein HDMI-Verlängerungsding. Da hat Ligavo auch so ein geiles Teil jetzt letztens vorgestellt. So mit kann man links und rechts schön festhalten. So schwarz-blaue Ding. Das werde ich vielleicht mal gucken, ob ich euch das vorstellen kann. Ich habe auch schon gequatscht mit Ligavo. Ich werde euch auch den 8:8 HDMI vorstellen. Das ist ein richtig geiles Teil. Der kostet aber natürlich richtig fett Schmotter. Der kostet, glaube ich, um die 5000 Euro oder sowas. Den kann ich euch vorstellen. Dann werde ich ihm gleich auch sagen, dass er gleich den Schein für Rücksendung mit drin packen kann. Dann kann ich habe nämlich schon einige Geräte wieder fertig. Und dann können die wieder zurück an Ligavo. So. So. So sieht es da gut aus. Und jetzt ist das, was ich natürlich gesagt habe, was noch fehlt. Wenn ich wüsste, wo er ist, wäre ich natürlich eine Ecke schlauer. Ach, hier oben ist er drinne. Obwohl, den hätte ich ja den für die PlayStation nehmen können, der ist ja lange genug. Ich hab ihn, inner geht nicht mehr. Inner war kaputt. Und ich Trottel hab den natürlich
behalten und nicht weggeschmissen. So, das ist der LAN-Kabel. Weil ich will ja meinen Fernseher auch updaten können. So. Der kommt natürlich auch noch hier hinten drin. Und ihr seht, da geht der Platz langsam zur Neige. Da ist nicht mehr viel Platz. Machen wir jetzt den längeren noch dran. Ach scheiße, ja, hält. So, dann können wir das hier verstecken. Den kann ich aber nicht zu weit verstecken. Hoppala. Weil ich mit dem immer das Problem habe. So. Mit dem LAN habe ich nämlich immer die Probleme, dass er mal nicht geht. Dann muss ich den Strom erstmal abknimmen. So. So, jetzt nehme ich euch hier nochmal mit rüber, um euch den letzten Rest noch zu zeigen und zu erklären. Muss mal gucken, wo seid ihr? Da seid ihr. So, oh Gottes Willen. Hier ist ein HDMI, hier ist noch ein HDMI. Nee, das ist der USB. Das ist der von Hauptaug. Den brauche ich. So. Dann brauche ich noch den kleinen optischen. Kleinen dicken, wo haben wir den? Da haben wir den kleinen dicken. Der reicht für die Dolby-Anlage aus. Da reicht er locker aus, so ja. Sieht jetzt hier ein bisschen, weil wie gesagt, ich bin hier erst am Machen, ist alles ein bisschen eng geworden hier. Und dadurch sieht das hier ein bisschen doof aus. So, jetzt kommt hier oben ein optischer drin. Aber wie rum? Ich glaube so rum. Jo, so rum. So. Der kommt dann natürlich hier bei Output D wie Dolby Anlage hin. So. Hoppala. Ist mir gerade eine abgehauen. So, dann kommt der hier noch. Wo ist denn der jetzt hin? Hat er sich verpisst, die dumme Sau. So, und dann haben wir noch einmal ein von Ligavo, so einen schwarzen. Das ist der lange, der geht zu meinem Headset, deswegen A für Aufnahme. So, und welcher ist jetzt abgehauen? Irgendeiner ist doch jetzt abgehauen. Irgendein optischer ist abgehauen. Irgendein optischen hat es gerade entschärft. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, welcher das ist. Ich mache mein Headset nochmal ab. Ha! Jetzt hätte ich es geahnt, der vom Fernsehen. Katze. Ach, hätte ich ja auch mal hinten gucken können, welcher Kabel raus ist aus der Buchse, dann hätte ich das auch wissen können. So, den Stromkabel rum. Die Ecke ist hier noch nicht aufgeräumt. Wie gesagt, ich habe das jetzt erstmal alles nur hier rüber geschoben. Ach, versteht mich ja nicht, ich müsste dafür mein Mikrofon aufhaben. Die Ecke ist, wie gesagt, noch nicht aufgeräumt. Ich bin heute die ganze Zeit schon am Machen und am Tun. Ich habe hier überall Kabel liegen und ja. Jetzt können wir den natürlich hier wieder drin machen, den optischen. Wo waren hier optisch jetzt wieder?
Optike. Da haben wir ihn doch. Optike. So. So, mich freut es, dass es jetzt hier hinten aufgeräumter aussieht. So, sieht doch schicki aus. Es fehlt halt nur noch was, und zwar der fehlt noch. So, einmal der. Und einmal der. Vorher könnte ich aber so hinstellen. Ne, sieht doof aus. Sieht doof aus. Okay. So, machen wir das so. So. Jetzt bin ich komplett zufrieden. PlayStation 4. Ja, mein Controller, mein PlayStation 4 Controller, sieht doch schicki aus, wenn er da so ein bisschen neben der PlayStation präsentiert wird. Ist ja auch ein schöner Controller, also da hat Sony was Schönes gemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich hinstelle, so. So. Ja, PlayStation steht, Fernseh steht, alles steht, PlayStation muss noch ein bisschen so. So. So steht sie genau bündig mit meinem Schrank. Sieht aber doof aus. Ich will sie so haben. So. So, lange bleibt der Platz da nicht so viel frei, da der natürlich ein 55 Zoll Fernsehen kommt. Aber erstmal reicht es. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.